Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich habe mir heute oder ich habe mir die vergangenen Tage Pflanzen bei Harmony Plants gekauft und ich wollte einfach mal die Pflanzen mit dir zusammen auspacken. Okay, also ich habe mir gestern, es war gestern, wirklich zwei Pflanzen gekauft. Bei einer dachte ich, boah, die musst du haben, und bei der anderen war es halt eher so, wenn du die Pflanze kaufst, ach guck mal, dann nimmst du die an, dann kannst du die andere ja auch gleich mitnehmen, ne? Dann fühlt sie sich nicht so alleine, wenn sie denn in der einsamen Box da ein paar Tage unterwegs ist, und dann hast du gleich zwei, ne? Wenn du schon eh mal eine Pflanze kaufst und mal dabei bist, dann das macht sie jetzt auch nicht mehr fett, weißt du? Harmony Plants gehört mit, oder Harmony Plants und Grow Jungle gehören eigentlich mit zu den beiden Anbietern für mich persönlich, wo ich eigentlich immer sehr gerne Pflanzen bestelle. Ich liebe dieses System dahinter, dass du siehst, was du kaufst, gerade bei Pflanzen. Oder vor allem, wenn es um variegierte Pflanzen geht, dass du dann halt irgendwie so zwei, drei Bilderchen hast, wo du dir dann die Pflanze genau angucken kannst und genau sagen kannst, jo, das ist meine, das ist nicht meine. Oder manchmal gibt es halt auch so verschiedene Varianten. Oder wenn du sagst, okay, es gibt jetzt eine, zum Beispiel bei Harmony Plants oder bei Grow Jungle, glaube ich, gab es die Tage so ein Hybrid-Store oder so ein Artikel mit hybride Pflanzen gemischt. War auch nicht genauer detailliert, was genau mit was gekreuzt wurde. Und man konnte sich halt dann aus 90 verschiedenen Pflanzen, glaube ich, oder 50 Stück, so sich seine aussuchen. Und gab halt auch immer noch zu jeder einzelnen Pflanze immer noch so zwei, drei Bilderchen. Finde ich perfekt. Kann man wirklich nicht meckern. Wie finde ich die Seite oder die Webseite an sich? Dazu kann ich eigentlich nicht so viel sagen, denn ich bin eigentlich, wenn ich die beiden Webseiten aufmache, eigentlich immer nur unter alle Pflanzen und dann sortiert nach Neueste, ne, damit ich halt immer, wenn ich irgendwie mal raufgucke, genau sehen kann, okay, jetzt die erste Seite, kurz mal drüber gucken, was ist so neu, ist was dabei für mich oder nicht. Deswegen kann ich dir nicht so genau sagen, wie ich die Webseiten an sich finde. Klar, die Standards sind dabei, Thai Constellation und Co. Sondersales sind halt auch mit dabei. Manchmal sind da halt auch wirklich Pflanzen im Angebot, wo ich mir denke, oh, okay, die wäre vielleicht auch noch ganz cool. Oder irgendwelche Mutterpflanzen. Ne? Das habe ich halt auch gesehen, dass ein paar Stores halt auch wirklich die Mutterpflanzen verkaufen, wo sie dann schon vielleicht zwei, drei, vier Mal abgeschnitten haben. Aber die Pflanzen sind halt wirklich auch sehr gut, weil da weißt du nämlich, dass sie sehr widerstandsfähig sind, wenn es nämlich schon die Mutterpflanzen sind. Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns den Karton ein bisschen genauer anzugucken. Ich liebe Kartons, die so ein bisschen gebrandet sind, ne? Also die noch so ein bisschen verziert sind, meine ich damit. Also ich bin Designer. Ne, zum Beispiel hier hast du halt so ein großes Harmony Plants Logo drauf. Ich weiß gar nicht, was da unten ist. Grown with Love. Genau, dann hast du hier noch so ein paar Pünktchen drauf. Den Sticker habe ich abgemacht, wohin das ging. Zu mir natürlich. Ne? Hier hast du, glaube ich, halt auch noch was draufstehen. Kann ich jetzt nicht lesen. Please be careful. There are living plants in there. Und eine Nummer 13. 13, meine Glückszahl. Ich habe es gewusst. Kann halt nur gut gehen. Was mir halt auch aufgefallen ist, ich habe die Pflanze mir gestern bestellt. Und gestern war Mittwoch, genau. Gestern waren 35 Grad plus. Und mir ist halt erst so ein paar Stunden danach aufgefallen, so, Moment, als du sie dir gekauft hast, stand da, dass die Pflanzen so ungefähr um die 5 bis 6 Tage unterwegs sind. War vielleicht nicht der günstigste Augenblick dafür. Wer schon mal Pflanzen bei 35 Grad oder bei Minusgraden bestellt hat, sowas sollte man wirklich eigentlich nicht machen. Ne, mir ist halt dann danach aufgefallen, okay, ob es dann halt noch irgendeine Möglichkeit gibt, diesen schnelleren Versand zu wählen. Gab es halt nicht oder ich habe es nicht gefunden, deswegen bin ich sehr, 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 sehr glücklich, dass entweder Harmony Plants da sehr doll aufgepasst hat,
automatisch schon mehr beim Versand berechnet hat. Oder ich hatte einfach wirklich nur wahnsinnig Glück gehabt, dass das alles mit DHL so gut geklappt hat. Also DHL, ich wohne in Berlin-Steglitz, das klappt wirklich einwandfrei. Genau, also hier bitte vorsichtig sein. Dann hast du hier nochmal, die Seite finde ich besonders schön. Ich finde die Farbe hätten sie ein bisschen stärker machen können, ne? Weil wenn man sich das jetzt hier auf diesem Pappkarton, was das Braun sich so anguckt, also ein bisschen mehr Wumms hätte die Farbe haben können, zumindest für mich. Hier steht dann höchstwahrscheinlich nochmal genau das gleiche drauf. Und auf der Rückseite, das ist jetzt genau falsch rum, warum sind nur Pflanzen drin? Genau, man versteht da. Turn me around, I'm upside down, thank you. Also ich bin falsch rum, bitte dreh mich andersrum. Dankeschön. Okay, ja, machen wir. Bitteschön. Wenn man sich den Karton halt anguckt, weil man weiß genau, oh, da sind meine Pflanzen dran. Ne? Und ich finde halt auch, dass der Karton sehr gut zur Firma passt. Ne? Also da hat der Verpackungsdesigner sich wirklich was dabei gedacht. Und ich weiß, dass diese Kartons halt auch kosten, ne? Wenn man die halt sich halt extra bedrucken lässt, dass das nicht ganz billig ist. Aber macht halt schon was her, ne? Wenn man sich den Karton halt anguckt und dann direkt schon, genauso wie mit dieser einen Zalando-Werbung und Schuhe, genauso ähnlich fühle ich mich jetzt mit Pflanzen. Ich habe mir jetzt auch natürlich noch die kleinste Schere genommen, die ich jetzt gerade finden konnte. Aber ich liebe bedruckte Kartons. Seht ihr was? Genau. Da ist ein Sanitär, also Physio-Sanitary-Dingsbums mit drauf, ein Passport, Anthurium, ja, okay, cool. Mal gucken, wie rum sie sind oder ob ich den irgendwie umdrehen muss. Das ist Dreck Nummer 1. Oh, die sind andersrum. Warte mal, ich drehe es mal ganz kurz mal um. Die auch? Ja. Ein bisschen mit meinem Mikrofon aufpassen. Also hier ist Pflanze Nummer A. Da fällt auch gleich alles raus. Kann ich dich so hinstellen? Ja. Hier ist Kram Nummer A drin, My Botanica, 19.10. Ihr seid da. Ich wahrscheinlich auch, das freut mich. Werbung Nummer B, My Botanica. Ihr seid da, ich auch. Ah, finde ich aber auch ein sehr schönes Bild, oder? Ne, diese kleine Postkarte von Harmony Plants, muss ich nur noch einen Winkel finden, wo es jetzt halt nicht gerade anfängt zu spiegeln. Genau. Pflanze Nummer B. Und sonst ist da wahrscheinlich nichts drin. Nö, nö. Fertig. Also finde ich persönlich richtig gut eingepackt. Ne? Ich kenne halt auch noch normalerweise noch Verpackungen, diese kleinen grünen Plastikcontainer, ne? Wo du dann halt so drei oder so zwei oder drei kleine Molds, heißt nicht auf Englisch, oh, ich kann heute nicht reden, so zwei kleine Abdrücke hast, wo man den Pflanzen reinstellt und dann kann man die so zumachen. Das kenne ich persönlich halt auch. Aber wenn ich dann halt so zwei sehr unterschiedlich große Pflanzen bestellt habe, dann finde ich das halt eigentlich auch sehr schön, die Verpackung. Da ist nichts gerutscht. Hier ist kein nicht sonderlich viel Erde ausgekippt. Sehr gut, wirklich sehr, sehr gut verpackt. Genau. Also wirklich fast wirklich nichts ausgelaufen. Sehr schön verpackt. Ich finde den Karton sehr schön. Pflanzen. Zuerst klein oder zuerst groß? Komm, wir machen zuerst. Also ich weiß, was hier drin ist. Ja, deswegen. Nee, machen wir die zuerst auf. Finde ich auch persönlich sehr schön verpackt. Also das ist für mich jetzt auch was Neues, dass man die in so ein bisschen. Na, ich zeige dir nicht die, weil das weißt du schon, was drin ist. Ne, dass man die hier so ein bisschen in so diese Pappe einpackt, finde ich aber sehr schön.
Ich persönlich, ne? Weil hier kann die Pflanze theoretisch nicht raus, nicht rausfallen. Gut, ich packe sie jetzt hier oben an, ne? Hier fällt nichts raus. Die Blätter zerknicken nicht, finde ich persönlich sehr schön. Machen wir mal auf. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die Pflanzen bei mir angekommen sind, ne? Denn hier waren wirklich 35 Grad oder so. Oh, ist ja wirklich sehr schön eingepackt, oder? So ist die Pflanze bei mir angekommen. Und zwar ist es eine Anthurium Renaissance Variegata, glaube ich. Ich blende hier bestimmt den Namen ein. Auf jeden Fall ist es eine variegierte Anthurie. Für 40 Euro habe ich dafür bezahlt. Musste ich einfach nehmen. Gerade auch so, ich liebe es, wie sie gerade die Pflanze befestigt haben. Ne, wirklich, da fällt auch wirklich nichts raus. Ne, ich kann dir das halt auch nochmal zeigen. Ne, die haben hier halt auch wirklich die Erde oben abgebunden. Ne, noch mit so ein bisschen Flauschi oben drauf. Und da kann ich jetzt halt auch wirklich den machen. Und die Pflanze fällt jetzt halt weder ab, noch fällt da irgendwas raus. Da muss ich euch wirklich sagen, da habt ihr wirklich das wirklich sehr, 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 sehr gut verpackt. Ich glaube, mehr als das muss ich euch, glaube ich, nicht dazu sagen. Ne? Da fällt jetzt halt auch wirklich keine Erde raus. Gut, oben kann halt wirklich nichts rausfallen. Sehr schön. Ja, sehr schön, wirklich sehr, 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 sehr schön verpackt. Na, guck mal, unten könnte theoretisch was durch diese zwei Löcher, aber ich glaube, ein bisschen Abfluss gewähren sollte man der Pflanze dann halt auch. Oben auch mit Flauschi bedeckt, wie jetzt Weihnachten. Nee, Klebestreifchen Nummer 1. Ich habe halt wirklich Bedenken gehabt, dass die Pflanzen bei 35 Grad, wenn die jetzt wirklich 5 oder 6 Tage unterwegs gewesen wären, dann wären die Pflanzen, glaube ich, sehr traurig bei mir angekommen. Da dachte ich so, oh, verdammt, hast du jetzt wirklich nicht dran gedacht, ne? Denn manchmal sieht man so eine Pflanze und denkt sich so, wow. Ne? Deswegen musste ich die halt einfach haben. Also an Klebestreifchen habt ihr nicht gespart. Das finde ich sehr, sehr schön, auch wie ihr sie verpackt habt. Dass hier oben auch nochmal so ein bisschen Wolle oder Watte mit drauf ist. So, und zwar, da ist diese süße kleine Pflanze. Zwar meine erste variegierte Anthurie, die ich habe. Und für 40 Euro konnte ich da halt einfach wirklich nicht Nein sagen. Wirklich. Ne, ich dachte, so für 40 Euro kann man jetzt persönlich nicht so viel falsch machen. Wenn sie mir eingeht, gut, dann waren es nur 40 Euro. Letzten Endes, wenn ich, ja, ich glaube, ich habe bei, den Namen blende ich dir jetzt gerade ein. Ich bin wirklich wahnsinnig schlecht mit Namen, es tut mir so wahnsinnig leid. Irgendwas mit K war es. Die haben, glaube ich, auch variegierte Anthurien. Und wenn, dann hätte ich eigentlich gerne schon ein bisschen was Größeres, weil die Chance dann ein bisschen größer ist, dass die Pflanze halt auch wirklich überlebt. Da kosten die halt aber dann wirklich schon Mitte dreistelliger Bereich und das will ich nicht und das gebe ich nicht aus. Für irgendwas, wo ich jetzt mir noch nicht sicher bin, ob die Pflanze mich mag. Ne? Denn Anthurien an sich habe ich festgestellt, okay, kann ich gut mit umgehen oder die verträgt mein Wasser und meine Umgebung und mein Licht. Aber variegierte Anthurien ist halt noch ein bisschen was anderes. Deswegen dachte ich mir so, okay, für 40 Euro musst du die Pflanze halt wirklich einfach haben. Ne? Wenn jetzt die Blätter wirklich so sind, so wie das hier, und die werden halt wirklich noch ein bisschen größer. Und man stellt sich das irgendwie so mit meiner Insigne Gigante davor und du hast halt wirklich so ein variegiertes Blatt. Auch wenn es halt wirklich nur so ein bisschen unterschwellig ist, ne? So wie das Blatt hier. Ne? Aber trotzdem ist es halt wirklich noch ein bisschen für mich persönlich ein bisschen was Neues. Und da musste ich einfach für den Preis musste ich zuschlagen, solange die Pflanze noch da ist. Voll den Tattrich gerade, merke ich gerade. musste ich einfach wirklich zuschlagen. Genau, 40 Euro. Das heißt, wir können ja mal so ein bisschen drücken und mal gucken, wie der Topf halt aussieht. Oh, sehr schön.
Zwar hat die Pflanze halt auch schon wirklich sehr schöne, dicke, große Wurzeln. Das hat mich jetzt persönlich auch schon sehr überrascht. Da ist jetzt halt auch ein bisschen Perlit dabei, dieses weiße Zeug da, damit die Erde so ein bisschen fluffiger und ein bisschen, na, so ein bisschen, ja, so ein bisschen fluffiger wird und ein bisschen mehr Sauerstoff kriegt und ein bisschen leichter wird. Finde ich wirklich, die Wurzeln wirklich, sind wirklich sehr top. Sehr top. Sehr schön, kann man wirklich nicht meckern. Die Erde ist feucht und nicht nass. Das heißt, so als wenn ich jetzt wirklich sagen würde, okay, ich habe sie vielleicht gestern oder vorgestern gerade gegossen, kann man wirklich nicht meckern. Genauso soll es halt sein. Gut, sie war jetzt, glaube ich, nur einen Tag unterwegs. Von daher kann man da jetzt nicht, kann man da jetzt halt auch nicht viel, ne, also für einen Tag unterwegs, dann ist das halt okay, dann haben sie irgendwie ein, zwei Tage vorher gegossen oder kurz nochmal drüber gegossen. Aber finde ich wirklich sehr schön. So, die Pflanze Nummer 1. Pflanze Nummer 2, das war die Pflanze, wo ich gesagt habe, okay, naja, komm, wenn du jetzt schon sowas nimmst, ne, sowas, so ein bisschen was Kleineres, das muss sich halt schon irgendwie lohnen, wenn du da einkaufst. Ne? Und zwei Pflanzen, dann sind sie nicht so alleine. Deswegen habe ich mir dann noch eine andere Pflanze gekauft. Ich drehe es mal zu dir um. Na, hier an der Stelle ist es halt ein bisschen feuchter, weil die Pflanze halt auch ein bisschen größer ist. Und wieder auch hier. Na, ich glaube, bei der hier ist es jetzt ein bisschen schwerer, weil sie auch, glaube ich, weil sie auch ein bisschen schwerer ist. Aber eigentlich genauso verpackt wie die andere halt auch. Machen wir das hier mal. Und zwar habe ich mir, ich glaube, es gerade frisch am Ausrollen, und zwar habe ich mir von diesen Hybriden, ne, da gab es halt so einen riesigen Artikel mit Hybriden, und eine Pflanze hat mir besonders gefallen, ne, wenn wir das Blatt jetzt hier mal wieder ein bisschen gerade biegen. Ne? A, so ein bisschen was Dunkleres. B, diese Blattform hat mir sehr gefallen, dass das wirklich so ein sehr längliches, dunkles Blatt ist mit ein paar vereinzelten Venen da drin, die wirklich sehr hell sind. Das fand ich wirklich sehr schön. Auch so, dass diese Blattform so wirklich sehr lang ist. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und von daher, kann man da wirklich nicht meckern? Gucken wir noch mal, ob da irgendwelche Viecher drauf sind. Nö. 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 Da ist wirklich nichts drauf, also egal was es ist. Gut, dass die Blätter jetzt halt hier so ein bisschen platt gedrückt sind, das ist völlig normal. Ne, das wird sich halt schon irgendwie mit der Zeit ein bisschen weiter ausbreiten. Wenn es jetzt irgendwie ein, zwei Tage lang da irgendwie eingedrückt im Paket lag, dann zum Beispiel so ein richtig schön dunkles Blatt, ne? Das ist noch so ein bisschen samtig, ne? Wegen der Oberfläche. Und da musste ich halt einfach zuschlagen. Ah, ich mag halt wirklich ein bisschen größere Pflanzen. Genau, deswegen musste ich die halt einfach nehmen. Ne? Also unbekannter Hybrid. Ich kann euch auch wirklich nicht sagen, was es ist oder was für eine Kreuzung das ist. Ich kann irgendwie gerne nochmal, oder Zukunftsbenny kann da gerne nochmal nachgucken oder euch einen Screenshot hier irgendwo einfügen. Ich glaube, die Pflanze hat, lass mich lügen, 79 € gekostet. Also ich würde mal sagen 80, ne? Plus minus die paar Cent da. Genau. Packen wir sie auch mal wieder aus, wie die andere. Auch wieder sehr schön verpackt. Diesmal mit diesem Pflaumen hier. Dass hier auch wirklich auch nichts rausfällt. Unten ist ein bisschen offener, finde ich aber auch völlig normal und völlig in Ordnung. Ja, musste ich zuschlagen. Also gerade ich mag wirklich so sehr dunkle Blattfarben. Und auch irgendwie Blätter, die die Möglichkeit haben, sehr schnell sehr groß zu werden oder zumindest sehr lang zu werden. Ne, und da hat sich dieses Blatt halt wirklich so ein bisschen angeboten, ne, mit diesem sehr hellen Stern oder wenn das wirklich so bleibt wie die Pflanze hier und das wird halt noch ein bisschen höher.
also auch in Anthurie, ne? Dann ist das wirklich ein sehr gutes Zeichen. Nee. Und noch das ganze Konfetti hier ab. Ein Schild. Ihr habt zuerst gesehen, Pflanze Nummer G, genau. Das waren nämlich wieder dieser eine Artikel mit diesen sehr vielen Sachen drin. Und Nummer G habe ich gekriegt. Und so sieht die Pflanze jetzt halt theoretisch aus, ne? Und hier können wir theoretisch auch nochmal gucken, wie die Wurzeln halt aussehen. Oder ne? Hier könnt ihr ja nochmal genauer sehen. Gut, dass die Pflanzen, dass die Blätter jetzt halt so ein bisschen eingedellt sind, ne, das kriegen wir umsonst. Die Pflanze wird sich schon ein bisschen, zumindest das Blatt, das wird sich noch so ein bisschen mit der Zeit ein bisschen gerade rücken. Die Delle, die war schon vorher und die wird sich halt auch noch rausdellen, ne? Aber ansonsten finde ich das wirklich eine sehr schöne Pflanze. Gut, das hier war, glaube ich, das zweite Blatt, der kleine Riss da unten, der interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Denn wenn ich jetzt irgendwie 1, 2, 3 Monate warte, dann habe ich halt, glaube ich, dann habe ich eh wieder ein neues Blatt. Und deswegen gucken wir hier mal. Die Erde sieht zumindest zumindest ein bisschen leichter aus. Schauen wir mal, ob wir die überhaupt so rauskriegen. Geh, das Schild, das brauche ich nicht. Müssen wir mal ein bisschen halten, nicht, dass hier alles rausfällt. Ah, die sieht mir wirklich gerade frisch umgetopft aus, deswegen fällt hier auch so ein bisschen sehr viel raus. Die Wurzeln sind gut. Ne, also zumindestens hier auf der Seite sind wirklich sehr schöne Wurzeln. Sieht mir wirklich so danach aus, als wenn sie wirklich gerade eben frisch, oder nicht gerade eben frisch, ne, aber dass sie vor ein paar Monaten umgetopft wurde. Völlig in Ordnung. Das Substrat ist wirklich sehr schön. Da die Pflanze ist auch wirklich genauso feucht wie die anderen, ne? Also das heißt vor ein paar Tagen frisch gegossen, dass das so ein bisschen feucht ist. Puh, genau, das ist die zweite Pflanze. Das heißt, zwei Pflanzen habe ich mir bestellt. Also eigentlich überwiegend wegen dieser variegierten Form für 40 Euro. Da musste ich wirklich zuschlagen, weil es die einzige variegierte Pflanze ist, die ich jetzt habe, oder Anthurie. So als so einen kleinen Testballon. Und die hier zumindest, weil mir die Blattstruktur wirklich so gefallen hat, dass ich gesagt habe, okay, mit einer verreiste ich schlecht, mit der zweiten Pflanze pflanzt sich's besser. Würde ich bei dem Shop nochmal bestellen? Ja, natürlich unbedingt, ne? Also gerade so gut, wie die Pflanze verpackt ist und ein paar Transportschäden, ihr müsst wirklich damit rechnen, dass ihr ein paar Transportschäden habt. Sei es jetzt, okay, wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Pech habe, was ich nicht glaube, und dieses Blatt bleibt wirklich so eingedellt, dann ist das so, was ich aber nicht glaube, ne? Denn wenn ich jetzt ein frisch entwickeltes Blatt, frisch ausrollendes Blatt da jetzt 1, 2 Tage lang so einrolle, dann ist das normal, dass das jetzt ja erst wieder ein paar Tage braucht, bevor es sich ausrollt. Genau, was ihr natürlich bedenken solltet, nicht, dass ihr den gleichen Fehler macht, so wie ich. Bestellt nicht irgendwie so bei 35, 40 Grad. Denn wenn ihr jetzt halt wirklich Pech habt und die Pflanze ist jetzt halt wirklich 5, 6 Tage unterwegs, dann kommt die Pflanze sehr traurig bei euch an und das ist dann halt wirklich nicht mehr schön für euch. Genau, bei Minusgraden natürlich eigentlich auch nicht. Ne? So alles so bei minus 5 und drunter natürlich auch nicht. 20 Grad, also minus 5 unter und 20 plus hoch, wäre jetzt irgendwie auch Kacke. Oder ihr nehmt natürlich so diesen Premium-Versand, wenn die Leute das halt anbieten. Aber würde ich da nochmal bestellen? Ja, natürlich. Ich glaube, noch schneller, noch besser und noch schneller kann man den Versand nicht mehr machen. Und auch die Pflanzen nicht mehr verpacken. Ich habe das ja hier an der kleinen Pflanze gesehen, die konnte ich ja wirklich hoch und runter halten, wie ich will. Da ist nichts ausgekippt. Die Pflanzen sind eigentlich wirklich genau so angekommen, wie ich es auf dem Bild gesehen habe. Klar, ne, bei sehr großen Blättern ist das völlig normal, dass die Blätter irgendwie ein bisschen einbiegen oder nicht. Es stört mich wirklich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass theoretisch komplette Schnitte drin sind, Ecken fehlen, ein Blatt fehlt oder damit habe ich jetzt persönlich gerechnet. Ne, man verschickt halt lebende Pflanzen von A nach B.
die oder DHL oder die Leute, die die Pakete verschicken, die gehen jetzt damit auch nicht gerade sorgfältig um. Top, wirklich. Kann ich wirklich nicht meckern. Mein Endfazit top, würde ich jederzeit wieder bestellen. Gerade so für Pflanzen-Nerds. Manchmal gibt es da noch eine kleine Erklärung dazu, ne? Falls ihr euch unsicher seid, wie man sie halten soll. Glaube ich, haben die Pflanzenshops auch noch auf dem Zettel. Support weiß ich persönlich nicht. Ich habe den Support noch nie angeschrieben. Ja, würde ich euch wieder empfehlen, würde ich jederzeit wieder gerne bestellen. Mir fängt jetzt an, der Schweiß runterzulaufen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr vielleicht halt auch schon mal eine Pflanze bestellt? Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Oder wo bestellt ihr eure Pflanzen denn halt eigentlich? Das würde mich interessieren. Wo ist denn jetzt los? Das würde mich interessieren. Vielleicht habt ihr ja da noch irgendwie eine Geheimquelle, wo ihr sagt, boah, guckt ihr noch mal den und den Shop an, dann können wir da vielleicht auch noch mal ein paar Pflanzen bestellen, wenn dich das interessiert. Genau, ansonsten würde ich jetzt sagen, nächste Woche um 10 Uhr sonntags kommen immer Videos bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Bis gleich. Wuff.